Tanja Kandarella und ihre Mutter Gabi Knott aus Bonn haben mehrere Stühle und einen Tisch mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Wie sie gegenüber dem ZDF-Moderator erklären, stammen die Möbel aus einer Haushaltsauflösung. Na, das sieht doch mal einladend aus, lautet das erste Urteil des ehemaligen TV-Kochs. Das finden auch die Verkäuferinnen. Weil sie aber selbst keinen Platz für die Sitzecke haben, soll sie nun im Rahmen der beliebten TV-Show zu Geld gemacht werden. Sven Deutschmanek, 47, vergleicht die Optik der Tischstuhlkombination zunächst mit einem Einkaufswagen. Entworfen wurde sie 1971 von dem dänischen Möbeldesigner Werner Panton. Als Material nennt der Experte verchromtes Stahlrohr. Ich habe selten eine so gute Pantonova gesehen, bestätigt der 47-Jährige. Gabis Wunschpreis liegt zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Deutschmanek tritt auf die Bremse. Dafür gibt es keine 1.000 und auch keine 5.000 Euro. Doch der Experte hat sich nur einen bitterbösen Scherz mit der Verkäuferin erlaubt. Da muss man echt mal den Ball ein bisschen höher halten, sagt er und taxiert den Wert der Designermöbel mal eben auf satte 7.000 bis 9.000 Euro. Mutter und Tochter können ihr Glück kaum fassen. Knott stehen sogar die Tränen in die Augen. Lichter erkennt das sofort und nimmt die rüstige Rentnerin daraufhin erst einmal liebevoll in den Arm. Auch im Händlerraum sorgt die Sitzecke für Herzrasen. Das erste Gebot von 1.000 Euro ist schnell Geschichte. Als sich Julian Schmitz-Avila, 37, bei 2.000 Euro nach der Expertise erkundigt, erhöht er kurz darauf sofort auf 5.000 Euro. Damit kann er seine Konkurrenten allerdings noch nicht abschütteln. Erst bei 7.500 Euro geben Benjamin Leo Leo und Co. schließlich auf. So viel habe ich für eine moderne Sitzgruppe tatsächlich noch nie hingelegt, gestand Neubesitzer Schmitz-Avila. Der Deal ist perfekt.